Hallo und herzlich willkommen auf Evo2kTV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, wo ich euch ein bisschen Gameplay von Fire Pro Wrestling World zeigen werde, damit ihr schon mal wieder sehen könnt, was euch denn dann so in dem Evoverse, was ja bald starten wird, erwarten wird. Dazu nochmal der kleine Hinweis, das Video mit den Teilnahmeding, so das wird sehr wahrscheinlich jetzt so, wir haben jetzt den 1. August, spätestens zum 4. wird dieses Video wahrscheinlich auf meinem Kanal zu finden sein, weil ich muss mich da noch ein bisschen in dieses Spiel reinfuchsen. Auf jeden Fall, heute seht ihr mal etwas ganz, ganz anderes, was jetzt zum Beispiel in WWE 2K-Spielen so in der Form auch nicht zu sehen bekommt, nämlich ein Landminen-Deathmatch. Und da habe ich mir überlegt, das habt ihr auch schon im Thumbnail gesehen, von diesem Video, und zwar die Young Bucks treffen auf die Hardy Boys. Da müssen wir gerade mal drauf gehen. Wo haben wir sie denn hier? Da, Jeff und Matt Hardy. Jetzt so die zwei Besten, die ich eigentlich gefunden habe. Ach, der hat nur einen Style? Oder hat der noch einen? Können wir mal gucken. Ah, nee, der hat noch mehrere. Hat denn Jeff hier noch? Machen wir mal Oldschool Jeff, oder? Machen wir eher hier so. Obwohl, nee, wir nehmen schon den aktuelleren. So, haben wir einmal Jeff Hardy und dann natürlich noch Matt Hardy. Mit vier verschiedenen Outfits. Was hat er hier noch so? Das ist Oldschool. Aber ich denke mal, wir werden hier den so nehmen. Und ja, dann nehmen wir als Ring. Was nehmen wir denn? Komm, nehmen wir mal New Japan. Arena steht ja auch fest, können wir nichts dran ändern. Und dann nehmen wir heute mal Rick Knox. Das ist der Mann mit den wenigen Haaren von All Elite Wrestling. So, dann können wir gerade nochmal schauen, weil das Match ja gestern relativ schnell beendet war. Den Speed, machen wir mal, der ist auf 100. Das würde bedeuten, dass wir den noch schneller, also weniger als 100 geht nicht, also lassen wir es dann doch so. Weapons, okay. Können Waffen aussehen. Komm, wir nehmen mal hier geschmeidige 5 Waffen rein. So, dann haben wir Fluorescent Lamp, okay. Barbed Wire. Wir machen mal das. Naja, komm, wir lassen mal die Steuer einstellen. Wir können ja beim nächsten Mal einfach auch nochmal was anderes machen. So, Entrance Style können wir gar nicht auswählen, schade. Outside können wir auch nicht auswählen. Na gut, dann starten wir das Ganze mal so. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Match der Young Bucks gegen die Hardy Boys. So, und Match beginnt. So, ja, die Hardy Boys momentan hier am Dominieren. Da liegt, was haben wir denn hier so an Waffen? Zwei Baseballschläger, Kendo-Stick, dann hier so ein Baseballschläger mit Stacheldraht überzogen. Draußen haben wir ein paar schöne Tische mit Stacheldraht überzogen. Da liegt ein Teil vom alten Tisch. Hätten wir doch ein paar mehr Waffen mit reinnehmen können. So, was haben wir denn hier so für eine Konstellation hier in diesem Match? Damit wir hier mal nicht durcheinander kommen. Ah, jetzt habe ich das auch geschnallt. Entschuldigung, ich gehe gleich weiter. Ich war mich gerade irritiert. Also wir haben jetzt oben halt diesen Barbed Wire Tisch. Okay. Also ein Tisch als Ringpfosten mit Stacheldraht. Auf jeden Fall, ja, in diesem Match momentan. Wen haben wir denn hier? Ich muss gerade mal ein bisschen hier schauen. Jetzt Double Team Action auf jeden Fall von den Hardy Boys erstmal. Gegen Nick Jackson. Und ja, da muss Matt Hardy das erste Mal noch draußen. Landet im Stacheldraht. Der ist ordentlich hier gekennzeichnet nach dieser Aktion. Und Matt Jackson hier mit dem Aufgabendrück gegen Jeff Hardy, aber das reicht mal nicht. Also natürlich könnt ihr normale Tag Team Matches bestreiten in diesem Spiel, aber ich habe halt gedacht, hey, normale Tag Team Matches kennt jeder, ich möchte mal so ein bisschen zeigen, was sonst noch so Gameplay-mäßig in diesem Spiel möglich ist. Ja, das reicht mal nicht. Matt Jackson jetzt wieder hier im Steiner Recliner gegen Jeff Hardy. Wird vielleicht ein bisschen einfacher. Ja, jetzt haben wir doch hier Matt Jackson gegen Matt Hardy. Oh, und da landet der nächste. Nick Jackson landet jetzt hier im Stacheldraht. Der ist auch ordentlich gekennzeichnet. Da ist auf jeden Fall schon ordentlich Blut da. So, jetzt Nick gegen Matt.
Jetzt wird mal Matt Hardy ein bisschen mehr in die Ringmitte gezogen. Leg-Drop von Jeff Hardy gegen Matt Jackson. Und jetzt ein Roller, eins. Aber das reicht noch lange nicht. Und da gibt es den Tombstone Piledriver gegen Matt Hardy, aber dann wird unterbrochen von Jeff Hardy. Und ja, Matt Jackson muss jetzt auch mal dran glauben und in den Stahlkäfig, in den Stacheldrahttisch. Nächster Pinfall wird wieder unterbrochen. Ja, Dropkick trifft er auch. Und nächster Tombstone, Piledriver. Und da klatscht er in die Hände. Nick Jackson. Und jetzt ging es auch mal in den Stacheldraht. Und es geht auf den anderen Stacheldraht. Und das war nicht brutal ist hier. Ey, diese Sounds, Mann, ey, so geil. Aber ich habe wieder diese blöde Hintergrundmusik an. Das muss ich dringend noch ändern. Der Dropkick gegen Jeff Hardy von Nick Jackson. Und die zwei Mats auch wieder gegeneinander. Und das ist so eine Art Blackness. Und Superkick gegen Jeff Hardy. Und der Dropkick hinterher und Pinfall. Oh, 2,9 war es. Ganz knappe Geschichte. Double X Handle gegen Matt Hardy. Das war fast die Entscheidung. Hat dann noch eine Waffe zur Hilfe, Mann, falls er noch eingegriffen wird. Das Sit-Out und Doppelpinfall von den Hardys. Und wieder 2,9. Und Jeff Hardy gegen Matt Jackson. Aber Matt Hardy kommt zu Matt Jackson. Aber wir kommen so langsam in Crunch rein. Und wieder muss Matt Hardy nach draußen. Landet wieder in diesem Tisch mit Stacheldraht. Und Twist of Fate gegen Nick Jackson. Ja. Und Nick und Jeff Hardy können schon nicht mehr, da ist ordentlich Blut. Und Superkick gegen Matt Hardy. Und jetzt geht es wieder gegen den Stacheldraht-Tisch. Und jetzt Double Team Action gegen Nick Jackson. Jetzt nochmal gegen Double Dropkick gegen Matt Jackson. Also hier ist ordentlich was drin. Wir sehen hier eine Menge Double Team Action Moves. Und wieder Double Dropkick, das macht echt Spaß, das hier zu sehen. Und nächster Twist of Fate. Und Reverse DDT. Und jetzt der Pinfall. Und wieder 2,9. Leg Drop von Matt Hardy gegen Nick Jackson. Und jetzt hier Pelle Kick Reversal von Matt Jackson. Und dann der Running Bulldog hier von Matt Hardy. Ich glaube, die Hardy Boys sind jetzt auf einem guten Weg, das Match zu gewinnen. Ja, komm, sagen jetzt, na doch, der kommt in der alten Kick Reversal. Und jetzt wieder Double Connect, aber diesmal kann sich Nick Jackson ausbefreien. Und Superkick gegen Matt Hardy. Und das Match ist aus. Die Hardy Boys setzen sich gegen die Young Bucks durch nach wirklich unterhaltsamen Match. Und es macht schon echt mehr Spaß beim Zuschauen, als ich tatsächlich dachte. Ich weiß nicht, ob das euch auch so geht, aber einfach dieses mal komplett andere Gameplay, das hat echt schon enorm viel, dass das so bei einem ausmacht. Das ist halt mal was komplett anderes. Das ist halt nicht WWE. Aber da können wir uns auch schon drauf freuen. WWE 2K20 ist ja jetzt so langsam, dass das in die entscheidende Phase geht, wo wir mal Entscheidungen sehen. Aber darum geht's halt nicht. Das Match ist jetzt beendet. Ich hoffe, euch hat wieder dieses Gameplay gefallen, damit ihr mal seht, was wir dann so im Evoverse
noch vielleicht an Matches zu sehen bekommen. Das Match ist natürlich auch als Einzelmatch möglich, muss nicht unbedingt Tag-Team sein. Auf jeden Fall habe ich richtig Lust drauf. Und ja, dann würde ich sagen, ich bin dann jetzt mal wieder an dieser Stelle raus. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video mal wieder einen Daumen nach oben da. Schreibt euer Feedback natürlich wieder in die Kommentare rein. Und guckt auch mal in die Videobeschreibung rein. Dort findet ihr die ganzen Links zu meinen Social-Media-Accounts. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Twitch und den Link zu meinem Discord. Facebook, Twitter, Snapchat, Twitch und der Link zu meinem Discord-Server. Das alles findet ihr auf jeden Fall unten verlinkt. Würde mich auf jeden Fall auch sehr, sehr freuen, wenn ihr auf Discord mal vorbeischauen würdet. Da können wir rund im Voice-Chat quatschen. Wir können so ein bisschen schreiben, wie ihr möchtet. Ist meiner Meinung nach einfacher als mit YouTube. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, jeden Tag 15 Uhr eine neue Folge bis zum Release von WWE 2K20 vom Community Universe, dem E-Verse und WWE 2K19. Und jetzt momentan eben um 17 Uhr immer so ein bisschen Gameplay-Material zu Fire Pro Wrestling World, damit ihr seht, was uns hier erwartet. Und dann geht's auch bald los mit dem E-Verse um 17 Uhr. Auf jeden Fall, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Teil meiner Community werdet und wir diesen Weg in Zukunft gemeinsam bestreiten würden. Bin dann jetzt an dieser Stelle raus, wünsche euch allen dann noch einen schönen Tag, einen guten Start natürlich auch ins Wochenende. Lasst es euch gut gehen, bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao!